Hey liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, ich glänze ein wenig, aber wir haben Hochsommer, kann man schon fast sagen. Und es ist einfach tierisch warm, obwohl ich hier nachts um 1 das Ganze aufnehme. Wir machen auf diesem Kanal mal wieder eine neue Rubrik und die habe ich jetzt getauft, schnell erklärt. Indem ich euch praktisch einfache Dinge aus dem Alltag der Veranstaltungstechnik erkläre, damit ihr diese versteht und vor allem auch anwenden könnt. Für das Thema aus diesem jetzigen Video ist eigentlich der Arman verantwortlich. Grüße gehen raus, cooler Typ. Denn als ich bei ihm saß, haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie man seinen Ton etwas verbessern könnte. Und da kamen wir auch auf das Thema Kompressor und Equalizer. Und dementsprechend, nehmen wir uns heute mal den Kompressor vor. Das heißt, in diesem Video sage ich euch, was ist ein Kompressor überhaupt? Wozu setze ich ihn ein? Und wie stelle ich ihn ein? Das Ganze in diesem Video. Viel Spaß! Ganz zu Anfang sollten wir klären, was ist ein Kompressor überhaupt und was macht er überhaupt? Mit einem Satz erklärt, ein Kompressor schränkt die Dynamik ein. Was ist Dynamik? Dynamik ist die Differenz zwischen der kleinsten und der größten Amplitude einer Audio-File. Praktisch zwischen dem leisesten und dem lautesten Ton in einem Stück. Ja, das ist Dynamik. Das heißt wirklich praktisch die Spanne zwischen laut und leise. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal ab und zu mehr sehr leise rede und mal sehr laut rede, dann rede ich sehr dynamisch. Aber nicht immer ist dieses, sage ich mal, dieses audiophile Verhalten angebracht. Denn wenn ich gerade im Broadcast oder im Podcast in der Branche bin, dann möchte ich als Zuhörer eine Stimme hören, die sehr gleichbleibend im Pegel ist und wo ich dann nicht mal bei den leisen Stellen zuhören muss und bei den lauten mir fast die Ohren abfallen. Und genau bei solchen Fällen, solchen Extremfällen zum Beispiel, kommt ein Kompressor zum Einsatz. Unter anderem auch im Live-Betrieb, im Studiobetrieb, für Gitarren, für Drums, für Keyboards. Bei allen möglichen Sachen kann man einen Kompressor anwenden. Aber heute, zu Demonstrationszwecken, zeige ich euch mal den Kompressor anhand der Stimme. Also, wir haben schon gelernt, der Kompressor schränkt die Dynamik ein. Das heißt, wir machen aus von ganz leise bis ganz laut ein engeres Paket und wollen die Stimme oder praktisch die Audio-File gleichbleibender machen. Aber wie erreiche ich das Ganze? Ganz einfach, der Kompressor macht nichts anderes als abschwächen. Er schwächt Signale ab. Und das macht er logischerweise mit den lauten Signalen, das heißt mit den großen Amplituden. Aber wie macht er das? Wir müssen das ja irgendwie sagen. Und da kommen wir auf das Display zurück. Wenn ich jetzt mal meinen Kanal selektiere, an dem ich meinen Beta 58 angeschlossen habe, wo wir jetzt mal hinswitchen. So, jetzt rede ich mal hier rein und wir auf den Kompressor klicken. Dann können wir sehen, dass schon ein gewisser Pegel in mein Mischpult reinkommt. Nur mal so am Rande, als Beispiel ist hier gerade eine L&T Q32 am Werk. Hashtag not sponsored, nur für die Interessenten, ich mag das Pult sehr. Wie sagen wir zum Kompressor, hey, mach mal unser Signal ein bisschen enger, mach mal ein bisschen weniger Dynamik. Dann müssen wir ihm ja irgendwie sagen, dass er anfangen ab... Ja, wir müssen ihm ja irgendwie sagen, er soll jetzt anfangen, das ganze Signal abzuschwächen. Und das machen wir mit dem ersten Wert, dem Threshold. Das ist nämlich unser Schwellwert. Praktisch ab wo er anfangen soll, das Signal abzuschwächen. Wir haben hier unser Peakmeter und sehen praktisch genau, was gerade in unser Mischpult reinkommt und haben dementsprechend auch eine Skala mit den Werten. Wenn ich jetzt mal PFL drücke, dann können wir hier zum Beispiel sehen, hey, ich bin ungefähr bei minus 3 dB gerade so, wie ich rede und ich möchte aber das Signal meinetwegen statt minus 10 dB abgeschwächt haben. Kein Problem. Dann setze ich den Threshold einfach, upsala, falsche Richtung, setze ich ihn mal auf minus 10 dB und schalte den Kompressor ein. So, noch passiert nicht. Ja, wenn ich jetzt leise rede, passiert nicht viel. Aber ihr seht schon hier, sobald ich lauter werde, fängt der Kompressor an abzuschwächen. Das heißt, alles, was über minus 10 dB jetzt praktisch reinkommt, fängt er an abzuschwächen. Wenn ich unter 10 dB bleibe, geht das Signal durch, so wie es reinkommt. Da passiert nichts mit. Sobald es aber über meinen Schwellwert kommt, fängt der Kompressor an abzuschwächen. Ich kann es euch mal im Extremfall zeigen. Wenn ich jetzt mal auf minus 20 dB gehe, dann seht ihr, dass ich fast machen kann, was ich will. Er schwächt einfach ab und ich komme nicht lauter. Es passiert einfach nichts mehr. Jetzt kommen wir zum nächsten Wert, dem eigentlich viel wichtigeren Wert, weil der sagt nämlich aus, wie stark das Signal abgeschwächt wird. Und zwar Ratio, kann man sich einfach übersetzen, ist das Verhältnis. Jetzt habe ich hier 10 zu 1. Was heißt denn 10 zu 1? Ganz einfach, wenn 10 dB reinkommen, kommt nur 1 dB raus. Ab dem Schwellwert. Das heißt, 10 dB ist eigentlich schon fast Limiter, also fast, wenn es reinkommt, wird das eigentlich schon fast limitiert und es kommt nicht mehr durch. Das war zum Zeigen zum Extremfall. Ich arbeite meistens so mit 2,6 bis 4 zu 1 ungefähr im Live-Betrieb, ist ganz verschieden. Und das heißt, jetzt wird mein Signal so abgeschwächt, dass wenn 3,2 dB reinkommen, kommt 1 dB raus. Dementsprechend muss man sich das auf den jeweiligen Eingangspegel hochrechnen, aber es ist ja einfach nur ein Bruchabweit, mehr ist es ja nicht. So, das heißt, wenn ich jetzt wieder über meinen Schwellwert komme, dann fängt er an abzusenken, aber nicht ganz so stark wie vorher, wie ihr vielleicht hören könnt. So, jetzt haben wir den Schwellwert. Jetzt haben wir auch das Verhältnis und sagen ihm praktisch, ab wann er anfangen soll und haben ihm auch gesagt, wie stark er das Ganze machen soll. Jetzt können wir ihm noch sagen, wie die Kurve auszusehen hat. Einfach nämlich eine sehr harte Kurve
Oder wir machen das ein bisschen softer, dass es nicht ganz so auffällt, dass er gerade abschwächt. Und das kann man mit diesem Button machen, dass man von Hard Knee auf Soft Knee geht. Und man sieht auch schon, dass die Kurve sich hier verändert. Wenn ich jetzt hier mal ein bisschen hin und her drücke, dann sieht man hier in der Grafik, dass sich das Ganze hin und her ändert. Nämlich, ja, runder wird. Den Gain überspringen wir mal eben, den machen wir zum Schluss, komme ich gleich zu. Der nächste wichtige Wert ist der Attack, das heißt, wann soll er anfangen mit dem Ganzen? Und zwar, nicht, ich meine jetzt nicht den Threshold, sondern wenn der Threshold erreicht ist, soll ich jetzt sofort anfangen zu komprimieren oder soll ich noch ein paar Millisekunden warten? Das kann ich mir einstellen. Jetzt ist er auf 300 Mikrosekunden eingestellt, also weniger als eine Millisekunde. Das kriegt man gar nicht mit, das ist eigentlich unmittelbar. Ich kann jetzt auch einfach mal spaßeshalber auf 300 Millisekunden stellen und wenn ich jetzt hier PA mache, hat das nicht komprimiert. Es ist nicht dauerhaft lauter rede, dann fängt er an zu komprimieren, weil ich ihm das gesagt habe, dass er später anfangen soll. Und genauso ist es auch mit dem Release. Das heißt, ich sage ihm einfach nur, wie lange sollst du brauchen, um zurück auf meinen Arbeitspegel zu kommen, wenn der Schwellwert nicht mehr erreicht wird. Als Beispiel, er hat gerade abgesenkt, ja, und ich bin jetzt wieder unter meinen minus 10 dB, dann müsste er zurückschnallen. Und das, damit sage ich ihm bloß, ob er sofort zurückschnallen soll oder ob er es ganz smooth machen soll. Das ist der Wert. Kommen wir zum letzten Punkt und zwar dem Gain. Es ist nicht der Gain, den ich auch beim Preamp habe, um mein Mikrofon einzupegeln, sondern den Gain, womit ich den ganzen Kompressor nochmal anheben kann. Denn durch das Komprimieren verliere ich auch eine ganze Menge Pegel. Logisch, das will ich ja auch. Aber teilweise verliere ich mehr, als ich eigentlich verlieren möchte. Und ich kann dann mit meinem Signal noch ein bisschen praktisch anheben unten rum und kriege einen noch größeren Komprimierungseffekt, da ich die leisen Töne etwas anhebe und er praktisch dann schon früher anfängt, oben alles wegzuschneiden. Das heißt, ich werde noch kompakter. Das heißt, mit dem Gain kann ich den ganzen Kompressor noch ein bisschen anheben, um auch verlorenen Pegel wieder aufzuholen. Ja, das war auch schon, man kann sagen, das erste Kapitel in der Dynamikbearbeitung. Heute hatten wir den Kompressor, nächstes Mal vielleicht den Gate, mal gucken. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch, lasst ein Abo da, aktiviert gerne die Glocke, wenn ihr wollt, wenn nichts mehr verpassen wollt. Und ja, schreibt immer eure Meinung zu diesem Video in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, immer noch unten reinposten, werde ich jederzeit beantworten oder nahestgehend beantworten. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.